Herr Präsident, meine Damen und Herren! In diesen Tagen scheint die Welt ja manchmal aus den Fugen zu geraten. Und bei all den Katastrophenmeldungen weiß ich manchmal gar nicht mehr, welche mich am meisten erschüttern soll. Gestern Nacht hat der UN-Sicherheitsrat einen Kriegseinsatz in Libyen beschlossen. Da geht es nicht nur um eine Flugverbotszone. Es wurde auch genehmigt, dass flächendeckend Gaddafis Truppen bombardiert werden. Und es wurde auch, Herr Polenz, es wurde auch genehmigt, dass zumindest zeitlich begrenzt ausländische Bodentruppen auf libyschem Gebiet eingesetzt werden dürfen. Das Einzige, was ausgeschlossen wurde, sind Besatzungskräfte. Aber für einige Tage, einige Wochen können auch große Kontingente ausländischer Truppen in Libyen Krieg führen. Wir finden diesen Kriegseinsatz falsch. Dieser Kriegseinsatz ist falsch, denn er wird noch mehr Blutvergießen fordern, er wird noch mehr Leid und Zerstörung über Libyen bringen. Deswegen muss ich Ihnen sagen, Herr Westerwelle, ich finde es gut, dass Deutschland sich gestern enthalten hat. Wir hätten Nein gesagt, aber eine Enthaltung ist ein echter Fortschritt. Es ist vor allem ein Fortschritt gegenüber der rot-grünen Regierung, die im Jahre 2001 blind in den Afghanistan-Krieg gekommen ist, aus Solidarität für die Amerikaner, für die Engländer. Und in diesem Krieg hängen Sie immer noch, und Sie haben immer noch nicht aus Ihren Fehlern gelernt. Herr Mützenich von der SPD, wenn ich Sie hier heute höre, dann muss ich sagen, Sie von der SPD sind im Moment hier die größten Kriegstreiber im Bundestag. Es ist unfassbar, wenn ich Sie hier sehe. Herr Kollege, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich habe gerade dazu gemahnt, dass wir uns wechselseitig nicht solche Vorwürfe machen. Ich nehme diesen Ordnungsruf mit Stolz an. Ich muss sagen, Herr Mützenich, wie Sie hier mit rotem Kopf stehen und für einen Kriegseinsatz in Libyen plädieren, das erinnert mich, als ob hier Franz Josef Strauß wieder auferstanden wäre. So stellen Sie sich hier gerade dar. Herr Westerwelle, wie gesagt, ich finde Ihre Entscheidung sehr klug, sehr konsequent. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt auch wirklich konsequent bleiben. Wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, keine deutsche Beteiligung, dann hoffe ich auch, dass Sie das konsequent bis zum Ende durchdenken. Das heißt auch, keine deutschen Bundeswehrsoldaten in AWACS-Flugzeugen, die jetzt schon da oben rumfliegen. Das heißt auch, dass Ramstein und andere US-Basen in Deutschland nicht genutzt werden für den Kriegseinsatz in Libyen. Das heißt auch, dass Sie im NATO-Rat dagegen stimmen. Damit können Sie sogar noch etwas aufhalten, denn im NATO-Rat wird einstimmig abgestimmt. Natürlich ist es völlig richtig, das mörderische Treiben von Gaddafi zu stoppen. Da sind wir uns hier alle einig. Und da gibt es auch Dinge in der Resolution, die sind dazu absolut geeignet. Herr Westerwelle hat es vorhin aufgeführt. Gaddafi kämpft im Moment ausschließlich mit seinem Geld. Er kauft für sein Geld Söldner. Er hat vor einigen Wochen in Tripolis Geldscheine verteilt, um sich Unterstützung zu sichern. Und wenn wir ihm den Geldhahn abdrehen, wenn weltweit kein Mensch mehr Öl in Libyen kauft, dann kann er irgendwann keine Söldner mehr bezahlen. Und das Zweite, worüber hier noch niemand geredet hat, das sind die deutschen Waffen. Und das sind überhaupt die Waffenexporte nach Libyen. In der Resolution wird ein Waffenembargo gefordert. Das ist richtig. Das ist auch gut so. Denn wenn alle Länder rund um Libyen sich weigern, keine Waffen, keine Patronen mehr durchzulassen, dann geht ihm irgendwann ziemlich schnell auch die letzte Patrone aus. Das ist eine richtige Forderung in der Resolution, die wir unterstützen. Und jetzt muss ich Ihnen noch mal sagen von der SPD, Frau Heidi Wieczorek-Zoll, wenn Sie hier reden von Responsibility to Protect, dann erinnere ich Sie daran, dass Sie Ministerin waren, als Waffen an Libyen geliefert worden aus Deutschland. In der Zeit der Großen Koalition wurden für 86 Millionen Euro Waffen an Libyen geliefert. Waffen, die jetzt gegen die Aufständischen eingesetzt werden. Das ist Ihre Verantwortung bei der SPD. Und wenn Sie jetzt sagen, erst liefern wir Waffen, dann bekämpfen wir sie mit der Bundeswehr, dann ist das Wort darf ich nicht mehr sagen, nicht mehr zu überbieten. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportieren sollte. Ich fühle mich hier manchmal wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Als hier im Januar es um Tunesien ging, hat irgendwann die Bundesregierung entschieden, keine Waffen mehr an Tunesien zu liefern. Wir haben gesagt, warum nicht auch Ägypten, warum nicht auch Saudi-Arabien? Aber Sie haben es auf Tunesien beschränkt. Ein paar Wochen später haben Sie die Waffenexporte nach Ägypten beschränkt. Da haben wir gesagt, richtig so, aber warum nicht auch Saudi-Arabien, warum nicht auch Libyen? Ein paar Wochen später stoppen Sie die Waffen nach Libyen. Ich sage Ihnen heute ein für alle Mal, stoppen Sie alle Waffenexporte in den Nahen und Mittleren Osten an alle Diktatoren dort. Und jetzt stelle ich fest, dass unter den Ländern,
die Krieg führen in der Region. Katar zum Beispiel hat schon zugesichert, mit an der Operation gegen Libyen dabei sein zu wollen. Katar wurde im letzten Jahr mit 1,3 Millionen Euro Waffen aus Deutschland ausgestattet, Sturmgewehre und anderes Material, deutsche Waffen, die jetzt eingesetzt werden. Und dann, Herr Westerwelle, ein letztes Wort noch. Sie haben hier Bahrain erwähnt. Ich fand es sehr gut, dass Sie auch hier gesagt haben, auch wir stehen hier bei der Bevölkerung von Bahrain, die sich jetzt gegen den Diktator dort wendet. Aber dann müssen Sie auch was dazu sagen, dass jetzt Saudi-Arabien in Bahrain einmarschiert und Saudi-Arabien wird seit Jahren mit millionenfach mit Waffen aus Deutschland ausgestattet. Sie müssen jetzt doch endlich aufhören. Deutschland liefert sogar eine Waffenfabrik und eine Munitionsfabrik nach Saudi-Arabien. Wenn Sie die Bevölkerung von Bahrain unterstützen wollen, stoppen Sie alle Waffenlieferungen jetzt. Ich bedanke mich bei Ihnen.